Gabriel in Bangladesch eine katastrophale Situation stand, 19.11.2017, 14.22 Uhr Seitenanfang. Bundesaußenminister Gabriel hat 20 Millionen Euro zusätzlich für die Versorgung der muslimischen Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar Akraf angekündigt. Er besuchte ein Flüchtlingslager im Nachbarland Bangladesch und sprach von einer dramatischen Lage. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat in Bangladesch ein Flüchtlingslager für muslimische Rohingya aus dem Nachbarland Myanmar Akraf besucht. Das ist eine dramatische Lage, sagte Gabriel. Was wir hier gesehen haben, ist eine katastrophale Lebenssituation für die Menschen. Der SPD-Politiker besuchte das Aufnahmelager Kutupalongset gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Schweden und Japan sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Und versprach Hilfe, Gabriel sagte 20 Millionen Euro zusätzlich für die Versorgung der Flüchtlinge zu. Insgesamt sind mehr als 830.000 Menschen aus Myanmar Akraf vor Gewalt und Verfolgung geflohen. Um das Lager herum leben in der Region Cox's Bazar hunderttausende Flüchtlinge. Rohingya in Myanmar Akraf, das Elend der Ungewollten nicht nur nach Bangladesch, auch innerhalb Myanmars sind tausende Rohingya vor Verfolgung und Gewalt geflohen. Von Holger Senzelmeer allein in den vergangenen drei Monaten sind 620.000 Menschen über die Grenze nach Bangladesch geflohen, in eines der ärmsten Länder der Welt. Bangladesch ist halb so groß wie Deutschland und hat doppelt so viele Einwohner. Der Mindestlohn liegt bei monatlich 60 Euro. Das Land muss sich nun um hunderttausende Rohingya kümmern, die oft nur mit der Kleidung, die sie auf der Flucht trugen, hier angekommen sind. Lange werde das nicht mehr gut gehen, sagt der Parlamentsabgeordnete Marien Bardal, der mit Parteikollegen Essen und Kleidung in den Camps verteilt. Wie lange kann Bangladesch noch diese Hilfsbereitschaft zeigen? Wir können das nicht mehr leisten. Wir brauchen Sicherheitszonen in Myanmar Akraf, die Vereinten Nationen sollen sie dort errichten, sonst sind diese Menschen nicht mehr zu retten. Mehr zum Thema Rohingya in Myanmar Akraf. Suu Kyi besucht Unruheregion Rakhine, UN bitten um Hilfe für geflohene Rohingya, verletzte Rohingya, tausendfaches Leid am schnellsten wachsende Flüchtlingskatastrophe. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskatastrophe weltweit. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge seien Kinder. Die Vereinten Nationen werfen dem Nachbarland Myanmar Akraf vor, ethnische Säuberungen zu betreiben. Menschenrechtler und Flüchtlinge berichten von rund 300 niedergebrannten Dörfern, brutal